Hey Leute, willkommen bei unserem Composing Workshop. Mein Name ist Sat und ja, weiter geht's hier beim Beat Nerd. Wir hatten ja jetzt schon beim letzten Mal uns Akkorde festgelegt. Das heißt, wir haben das F und das A genommen, einfach aus einer Zeitschrift sozusagen, aus dem Buch die Popformel. Genau, Popformel oder Hip-Hop-Formel. Eins von beiden waren die zwei Akkorde. Und jetzt versuchen wir die mal so ein bisschen aufzuteilen, dass es am Ende echt geil klingt und nicht so. So wie der Stein natürlich. Okay, also wir haben jetzt hier einen Bass genommen, ganz normales Preset, hier kann man auch noch ganz viel machen, brauchen wir aber nicht. Wir behalten erstmal den Standardbass, hören wir kurz mal rein. So, das klingt jetzt noch nicht so überragend, noch nicht so, wo man sagen will, oh mein Gott, das wird der nächste Ed Sheeran Hit, aber vielleicht machen wir den nochmal zum Ed Sheeran Hit. Also, das nächste, was ich machen will, ist, ich gucke mir mal an, was habe ich denn hier? Wir haben ja hier die Bässe vom Piano genommen. Jetzt will ich mal diese Grundnoten hier, also die wir noch nicht benutzt haben, auch nochmal benutzen. So, bedeutet, ich kopiere mir wieder diese Spur, kopiere mir wieder das Klavier runter. Das kann ich jetzt eigentlich schon muten, das Klavier. Und überlege mir, die Bässe haben wir, brauchen wir nicht mehr. So, jetzt haben wir eigentlich nur immer das Gleiche, wie man sieht. So, das teilen wir jetzt mal, das bilden wir auch wieder ein bisschen runter und überlegen uns einen Sound, den wir dafür benutzen könnten. Wir nehmen mal die Mallets, die Marimba, gucken wir mal, wie das klingt. Ja, das klingt ganz cool und ich will die jetzt aber nicht immer auf der 1 haben mit dem Bass. Was auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist bei Produktion, bei Composing ist halt mal, dass man rhythmisch alles so geil verteilt, dass wirklich alles seinen eigenen Platz hat. Wir könnten das natürlich jetzt auf 1 spielen lassen, aber wir können die Sachen auch jetzt hier spielen lassen. Mal sehen, wie das klingt. So, jetzt brauchen wir natürlich noch den Bass hierzu. So, das klingt schon mal auf jeden Fall viel interessanter. Noch ein bisschen wenig, das heißt, ich werde mir jetzt noch ein bisschen hier kopieren. Ich mache die Marimba, werde ich nochmal verkleinern. Ja, das heißt, hier wir sind schon in den Achteln. So. Genau. Und kopieren uns jetzt auch nochmal hier wieder rastermäßig alles rüber. Und gucken mal, wie es klingt. Genau, und der zweite gefällt mir jetzt nicht so sehr, weil der genau auf dem Bass ist und man merkt, es beißt sich so ein bisschen. Das heißt, wir hauen den mal hier hin. Ja, das klingt schon auf jeden Fall viel, viel besser, dass es sich nicht so sehr mit dem Bass kollidiert. Hören wir uns mal mit Drums an. Jetzt ist mir diese Marimba noch ein bisschen zu knallig, also noch ein bisschen zu viel, kann man jetzt noch ein bisschen was ändern und zwar nehme ich einfach mal ein Stereo-Delay rein. So, hauen wir einfach mal rein mit dem Preset hier und gucken mal, wie es klingt. Damit hätten wir auf jeden Fall schon mal von dem Piano, hätten wir jetzt praktisch die Idee mitgenommen, dass wir diese Grundnoten, wie man ja sieht, sind ja immer dieselben über den Akkord hier. Also das Einzige, was eigentlich dem Ganzen die Harmonie gibt, ist ja nur der Bass, weil der Bass sich ändert. Würde der Bass rausfliegen, würde es nur das hier sein. Ja, über den kompletten Song. Aber dadurch, dass wir den Bass haben, haben wir hier eine Änderung. Okay, dann kommen wir zum, finde ich persönlich, zum Main-Element des Ganzen. Wir nehmen uns wieder Steinway Piano. Und jetzt erfinden wir uns mal eine kleine Mini-Melodie. Und ich zeige euch mal, wie man das relativ cool machen kann. Das heißt, wir hauen jetzt mal alles weg. Brauchen wir nicht. So, brauchen wir auch nicht.
wiege mal eine Oktave hoch. Aber ich will eine Melodie, die ein bisschen mehr knalliger ist. Ich werde auch gleich nochmal den Sound ändern. Und jetzt ziehe ich das mal auf eine sehr, sehr kleine Einheit. Ja, wir haben hier 16. Und jetzt will ich eine eintaktige Melodie. Ja, das heißt praktisch, ich will wirklich nur, ich mache mir mal hier den Marker kleiner, ich will wirklich nur das hier haben. Und wenn ich jetzt nicht gerade der Guru in Melodiefindung bin und auch nicht der unglaublich krasse Rhythmusmann, dann kann ich mir eines Tricks behelfen. Und zwar, ich habe ja hier noch immer dieses coole Raster, was man sieht. Und ich nehme jetzt einfach mal Noten, und zwar nur die weißen, ja, und kopiere mal einfach ein schönes Muster hier rein. So, was ich jetzt gemacht habe, war komplett aus dem Stegreif, ohne eine Ahnung zu haben. Einfach mal ein paar Noten kopiert, immer nur auf die weißen, nicht vergessen, nicht auf die schwarzen, sonst wird es schräg. Und habe jetzt einfach mal drauf los komponiert, wenn man so will. Ich lasse mal laufen. So, wichtig ist hier, das klingt jetzt schon eigentlich ganz angenehm, wichtig ist, dass die Noten nicht zu gerade sind. Ich mache sie mal sehr gerade. Man merkt, das hat dann nicht mehr so dieses Gefühl. Es ist schon schön, wenn die Noten hier auch mal auf einer 16. sind, auf einer Achtel. Okay, jetzt will ich nochmal den Sound ändern. Das heißt, ich gehe wieder auf meine Sounddatenbank und gucke mir mal an, was ich denn hier habe an Sounds. Die Melodie. Das habe ich schon. Wir nehmen mal eine Gitarre. Wir nehmen mal so eine Tweed Pick Synth Gitarre. Mal sehen, wie das klingt. Ja, gefällt mir, ist ganz cool, ist vielleicht noch ein bisschen hart. Wir gucken mal, wie es mit allem zusammenklingt. Jetzt kann ich mir auch dieses Stückchen hier kopieren, weil diese Linie soll eigentlich die ganze Zeit immer nur durchlaufen, durch den ganzen Song. So, lassen wir mal laufen. Ja, passt schon ganz gut, ist absolut konform mit meinem rhythmischen Anteil hier. Kann auch nicht anders sein, weil ich ja wirklich nur die weißen Noten benutzt habe. Deswegen muss es passen. Von der Rhythmik ist es auch ganz cool. Der Sound gefällt mir nochmal nicht so sehr, weil der doch ein bisschen zerrt. Wir gucken mal die Steel String Akustik. Nee, das ist auch nichts. Vielleicht bei Synthesizer. Es sollte schon ein bisschen kürzer sein, weil ja die Noten sehr, sehr kurz gespielt sind. Gucken wir mal das hier. Das klingt ein bisschen zu sehr nach Last Christmas. Genauso wie das. Ich glaube, die Bells sind da nicht so das Perfekte. Ja, wir lassen mal das hier als Vorgabe. Und ja, das bedeutet, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben ein Beat, na, nicht wirklich erstellt, sondern wir haben einen fertigen Beat genommen. Wir haben unser Piano mit den Akkorden F und A-Moll gefüttert. Dann haben wir aus dem Piano einen Bass erstellt, haben einfach einen originalen, richtig gespielten Bass genommen, den ein bisschen tiefer gesetzt. Dann haben wir uns eine Miramba genommen, um das, was das Piano gespielt hat, praktisch diese Grundnoten, dieser sehr Grundakkord, einfach mal die ganze Zeit reingehauen. Und dann haben wir uns noch eine kleine Mini-Melodie erstellt. Und zwar haben wir einfach auch wieder das Piano kopiert, haben alle Noten rausgenommen, haben das oktaviert nach oben und haben einfach rhythmisch das wirklich ganz klein gehalten und an verschiedene Positionen gesetzt und so lange, sage ich mal, verschoben, bis es einfach cool klingt. Man kann da wirklich hier mal eine Note verschieben, da mal eine Note verschieben und gucken. Und so ein eintaktiges Pattern ist eigentlich ziemlich cool, weil in ganz vielen Songs gibt es immer eintaktige Pattern, die nur minimal verändert werden. Und diese Veränderungen werden wir uns nächstes Mal angucken. Also, wenn euch das gefallen hat, liken, kommentieren, teilen, wäre ganz cool. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.